Ja, natürlich gibt es auch zu ihm ein Faktenvideo, Leute. Was dachtet ihr denn? Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zu einem neuen Faktenvideo auf meinem Kanal. Heute mit insgesamt 10 Fakten über Tante Magdas Bulldogge Ripper. Ja, und ich denke mal, dass vielleicht der ein oder andere Fakt dabei sein wird, den ihr noch nicht kennen werdet. Deswegen ganz viel Spaß dabei und nicht lange weiter quatschen. Los geht's. Fakt Nummer 1. Bei Ripper handelt es sich um Tante Marjorie Dursleys Lieblingsbulldogge, welcher ungefähr Mitte bis Ende der 1980er Jahre geboren wurde. Fakt Nummer 2. Ripper war einer von insgesamt 12 Bulldoggen, die im Haus von Tante Magda lebten. Hierfür besaß Tante Magda ein großes Haus auf dem Land, inklusive großem Garten, wo sie die Bulldoggen wie Ripper züchtete. Fakt Nummer 3. Von allen 12 Bulldoggen Magdas war Ripper der einzige, der anfing, nach seiner Halterin zu schmachten, wenn diese mal außer Haus bzw. im Urlaub war, was sie wiederum dazu veranlasste, Ripper auf jeden ihrer Reisen mitzunehmen. Während der Rest in die Obhut von Colonel Fabster bzw. auf Deutsch Oberst Stumper kam. Fakt Nummer 4. Die Tatsache, dass Magda Ripper am liebsten mochte, hatte auch einige sehr fragwürdige Spitznamen für den armen Hund zur Folge. Darunter zum Beispiel Rippy, Rippy-Poo oder auch Rippy-Pippy-Poo. Ja, warum auch nicht. Weiter geht es mit Fakt Nummer 5. Besonders viel schien sich Magda aber nicht aus der Erziehung ihrer Hunde zu machen, da sie Ripper erlaubte, Teller abzuschlecken, Tee und sogar Brandy zu trinken. Unbekannt ist jedoch, ob dies für alle ihre Hunde erlaubt war oder nur für Ripper als ihren Lieblingshund. Fakt Nummer 6. Im Dezember 2012 gab J.K. Rowling auf ihrer Seite Pottermore bekannt, dass sie es bedauere, Magda zu einer Bulldoggenzüchterin gemacht zu haben, da sie nun wisse, dass Bulldoggen nicht aggressiv sind und ihre Schwester einen besitzt. Trotzdem merkte sie an, dass Bulldoggen meist mürrisch aussehen und deshalb doch wieder ganz gut zu Magda passen. Fakt Nummer 7. Seltsamerweise gibt es einen Detailunterschied zwischen der amerikanischen und der britischen Version von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. In der amerikanischen Version tritt Harry auf Rippers Schwanz und in der britischen Version auf seine Pfote. Fakt Nummer 8. Zum Glück, zumindest bei diesem Aspekt, ist die Harry Potter Geschichte nur eine Geschichte. Denn andernfalls wäre Ripper vermutlich gestorben, als Magda ihm Brandy gab, da Alkohol für Hunde giftig ist. Fakt Nummer 9. Zwar hatte Ripper immer einen mürrischen Blick drauf, doch wirklich hassen tat er wohl vor allem Harry Potter selbst. Eines Tages jagte er diesen sogar in den Garten auf einem Baum und Tante Magda weigerte sich bis Mitternacht, Ripper zurückzurufen. Und der letzte Fakt, Fakt Nummer 10. Hier noch ein paar allgemeine Fakten zu Bulldoggen kurz zusammengefasst. Die meisten Bulldoggen können nicht schwimmen. Bulldoggen waren im Jahre 2013 der 5. beliebteste Hund der USA. Sie können aggressiv reagieren, wenn man sie beim Essen stört. Die meisten Bulldoggen werden per Kaiserschnitt geboren, da ihr großer Kopf eine natürliche Geburt oft nicht möglich macht. Und außerdem verbieten viele Fluggesellschaften das Reisen von Bulldoggen, da diese aufgrund angeborener Atemprobleme wesentlich häufiger bei Flügen sterben als andere Hunderassen. Ja, das waren meine 10 Fakten über Ripper Tante Magdas Bulldogge. In der Hoffnung, dass ihr die Fakten interessant fandet und vielleicht den ein oder anderen davon noch nicht kanntet, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und vielleicht ein Abo auf meinem Logo freuen. Weitere Fakten findet ihr unten in der Playlist und in diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute!